Mein Name ist Kerstin Korreta und ich darf heute erzählen, wie ich in meine größte Kraft gekommen bin. Dazu muss ich sagen, es gab mehrere Momente. Also es fing an, als ich vor vielen Jahren an einer Autoimmunerkrankung erkrankt bin. Das begann mit einer Ärzte-Odyssee von über einem Jahr, wo mir die schlimmsten Krankheiten diagnostiziert wurden und es sich dann nachher herausgestellt hat, es ist Lupus, ein systemischer Lupus, erythematodes. Und das war für mich ja im ersten Moment so ein Todesurteil. Die Ärzte fanden auf einmal 1000 Möglichkeiten, mich zu therapieren. Das leichteste war Cortison, das schlimmste wäre für mich die Chemotherapie gewesen, Gewebproben und so weiter. Wo ich mir dann auf einmal für mich beschlossen habe, jetzt ist Schluss, ich bin für mich selber verantwortlich. Ich muss jetzt tun, was ich denke, was für mich gut ist und nicht, was andere für mich gut heißen. Das ist natürlich auf ganz, ganz viel Widerstand gestoßen und ich bin heute froh, dass ich damals die Kraft hatte, meine eigene Kraft entwickelt habe, zu sagen, nein, ich gehe meinen Weg. Ich habe die Diagnose damals bekommen, wenn ich mich weigere, die Therapien zu machen, werde ich meinen 40. Geburtstag, wenn ich ihn überhaupt erlebe, als Pflegefall erleben. Und dadurch, dass ich mich entschieden habe, meinen Weg zu gehen, mit der Natur im Einklang zu sein, meine Balance zu finden, was für mich gut ist und nicht für alle anderen, merkte ich, wie es stetig besser wurde. Diese Cortisontherapie habe ich hingenommen, erst einmal, solange es unbedingt sein muss. Ja, und so kam mein 40. Geburtstag und den habe ich als Riesenfest gefeiert. Ich war weder tot noch ein Pflegefall und habe daraufhin mein Leben komplett geändert. Ich habe mich getrennt, habe den Wohnort gewechselt, bin in ein anderes Bundesland und habe ganz neu angefangen. Und da kam mir so das erste Mal, wenn ich mich auf mich selber besinne, dann kann ich alles erreichen. Und so kam es dann auch, dass ich zu Cisha kam, von Cisha gehört habe, von der Wunderpflanze Moringa, die für mich alle Möglichkeiten eröffnet hat, dass ich vom Cortison wegkomme. Und das gelang mir relativ schnell. Mir geht's heute gut. Ich habe ein Leben wie eigentlich alle anderen Gesunden auch. Ich nehme kein Cortison mehr, ich nehme keine Chemie mehr. Ich nehme Supermix und damit habe ich das größte Geschenk für mich gefunden, was man finden kann. Gesundheit, ja, und das Vertrauen in die Natur, dass das viel mehr zu bieten hat, als jede Chemie mir bieten kann. Ja, und so freue ich mich auf ein langes, langes, gesundes Leben, in dem mich Supermix mit Sicherheit ewig begleiten wird. Dankeschön.